Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus meinem Leben mit Kaninchenhaltung in der Wohnung. Ich habe heute die Bachelorette geschaut. Bin jetzt bei der letzten Rose und da hängt sich immer meine Mediathek auf von TV Now. Ich weiß aber von der Vorschau, dass Julian auf jeden Fall die letzte Rose bekommt. Ich glaube, die Meinungen sind so ein bisschen zwiegespalten, was ihn angeht. Guckt ihr es? Und wenn ja, wer ist euer Favorit? Also meine Favoriten sind Zirko oder Zicko und Julian tatsächlich. Und also zum einen finde ich ihn unglaublich hübsch und er erinnert mich an jemanden, den ich mal kannte. Vor sehr langer Zeit. Ich glaube, dass er durch diesen Kuss, dass er sich da so blöd fühlt und denkt, er hat sich so zum Affen gemacht vor ihr und vor der ganzen Nation, die das im Fernsehen sieht, dass ihn das so verunsichert hat, dass er deswegen manchmal so Sprüche raushaut oder deswegen so ist, wie er ist. Ich mag ihn und ich kann das auch nachvollziehen, wo er gesagt hat, er sitzt hier nur den ganzen Tag in Badehose und Unterhemd und er sitzt nur die ganze Zeit und er kann nichts machen. Also mich würde sowas auch wahnsinnig machen, wenn ich irgendwie da so an einen Ort gefesselt bin und nicht weg kann und nicht raus kann und nicht spazieren gehen kann und einfach nichts machen kann und den ganzen Tag eigentlich nur rumsitzen muss und warten, dass vielleicht eine Nachricht kommt. Also ich glaube, ich würde das auch wahnsinnig machen. Die anderen habe ich vom Namen her gar nicht so auf dem Schirm. Teilweise, wer ist, aber die zwei sind mir auf jeden Fall rausgestochen. Sie mag ihn schon wirklich sehr, aber ob es dann für eine Beziehung reicht oder ob er dann überhaupt für eine Beziehung geeignet ist, ist dann die zweite Frage. Zirko oder Zicko finde ich noch ganz gut und der Rest, ja. Der Erik, du bist ein kleiner Abenteurer. Ein Kuschelmuschel-Wuschelhaufen. Nach getaner Arbeit gibt's eine Belohnung. Meine Nachspeise. Einmal ein Schokojoghurt und ein Hörnchen, dieses Mal nicht mit Nuss-Nougat-Füllung. Möchte Erik mit dir kuscheln? Ja. 정민방 안에서 울려 퍼지는 기타 들려주고 싶어 내 진심을 다 이미 알고 있어 너의 옆자리 주인은 나 Wie sich Emmy an Erik so ein bisschen ran kuschelt lehnt. Yeah, you 찾아 헤매던 내 반쪽
Das ist jetzt so süß, die drei. Erik, das ist echt süß. Erik. Ja. Ich weiß, was du möchtest. Ich weiß, was du von mir möchtest. Erik, du und dein Schlafzimmer. Ohne Worte. Wie sie sich dran kuschelt, das ist ja zu süß. Bis morgen, wir freuen uns auf euch. Tschüss.